Einmal Daumen hoch für Lizzie, dass sie das mitmacht und abends um 11 Uhr nachher nochmal raufkraxelt, um geile Bilder zu machen. Ohne Scheiß, dafür gibt es einen Cookie und ein Eis. Ja, ungefähr eine Dreiviertelstunde lang Bilder gemacht. Scheiße. Einen wunderschönen guten Morgen am 10. Juli 2020. Wir sind hier in Hofsoss am Swimmingpool direkt mit Fjordblick. Der macht leider erst um 7 Uhr auf, es ist jetzt erst kurz nach 6. Deswegen fahren wir gleich weiter. Aber es ist trotzdem sehr cool, das gesehen zu haben hier. Jetzt wollen wir erstmal frühstücken, uns weiter auf die Fahrt machen Richtung Warmalied, also wieder Richtung Landesinnere und dann in Richtung Westfjorde. Ja, Johannes besuchen. Genau. Kurzer Zwischenstopp hinter Warmalied, der Reykjafoss oder auch Vosslau. Kleiner schöner Wasserfall. Guter Zwischenstopp, der braucht nicht. Das ist ja kaum. Hallo. Na, hier bist du. Boah, die Fliegen sind zwar die Hölle, aber. Islandpferde an der Straße, bisschen streicheln. Ist total schön. Und alle kommen sie direkt an und sind neugierig. Ja. Du auch streicheln, komm her. Langsam aber sicher geht es weiter Richtung Osten. Jetzt sind wir an der Kolukluflur. Halt, stopp! Wir fahren Richtung Westen, Richtung Osten. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Langsam aber sicher geht es weiter Richtung Westen. Hier kurzer Zwischenstopp bei der Schlucht Kolukluflur oder irgendwie so, ähnlich ausgesprochen. Mit einem kleinen Wasserfall. Hier gehen wir jetzt direkt an der Schlucht ein bisschen längs. Ist ziemlich geil, also wirklich ein sehr guter Zwischenstopp. Ja, schön.
So, wir machen jetzt den letzten kleinen Halbinselabstecher quasi, bevor es in die Westfjorde geht. Und sind bei Witzekur oder irgendwie so ähnlich. Ein Stein mit einem Loch. Hier ist auf jeden Fall jetzt mehr los. Wir haben ja jetzt eigentlich gar nicht mal so oft gesagt, dass wir mega Glück haben durch Covid relativ... Du hast, glaube ich, gesagt, ein Stein im Loch. Ein Loch im Stein. Wir haben es, glaube ich, noch nicht oft genug gesagt. Wir hatten ja mega Glück, immer nur sehr wenig Leute bei den Attraktionen. Bei den Attraktionen zu sein. Beziehungsweise alleine. Alles dank Covid. Danke, Covid. Danke, Covid. Das wird jetzt langsam mehr. Ich denke, viele haben sich jetzt noch kurzfristig entschieden, doch noch herzukommen. Hier ist jetzt so der erste Spot, wo wirklich viele Autos stehen und viele Leute hoch und runter wandern. Soll das nicht trügen, denn die Westfjorde sind sowieso eigentlich immer relativ leer. Das ist eine Felsen, das könnte noch ein bisschen voller werden und Reykjavik, aber wir hatten jetzt wirklich schon so viel Zeit hier ohne viele Touris. Das war schon sehr, sehr herrlich, muss man mal nochmal gesagt haben. Danke, Covid. Weil Johannes, der in den Westfjorden wohnt, erst am Freitagabend Zeit hat, haben wir unseren Plan ein bisschen geändert. Wir sind jetzt Richtung Reykjavik gefahren und machen jetzt hier den Gundulait Akrabrok. Irgendwie so, also irgendein Vulkan. Ein bisschen Rundumblick. Um dann hier noch ein bisschen so eine kleine Halbkreisrunde zu fahren, um dann jetzt in die Westfjorde zu fahren, weil wir sonst zu früh da wären. Genau. Das versuchen wir so ungefähr so zu timen, dass wir dann in dieser Fjordur ungefähr Freitagabend ankommen, sobald Johannes Zeit hat. Mein Handy sprang eben wieder an. Wir haben gute Laune, es ist etwas windig, aber die Sonne lacht ab und zu mal raus. Also hier auf dem Vulkankraterrand können wir direkt in den Krater reinschauen. Und außenrum hat man den Vulkan. Nur wenige Autominutenfahrt später. Klani Wasserfall. Immer noch bei Sonne. Klein, aber ganz schön. Next one, Raunfossar. Oder Raunfossar. Weißt du nicht? Der ist mal was ganz anderes. Der ist echt schick. Und geile Wasserfarbe immer wieder.
Letzter Programmpunkt für heute, Sutzlia, eine relativ lange Lavahöhle. Das ist echt ein bisschen gruselig, hier sind keine Leute. Wir haben nicht die richtige Ausrüstung. Wir gucken aber jetzt mal so rein. Ist schon ganz schön krass. Aber wie gesagt, ganz schön gruselig. So, hier ist dann tatsächlich der richtige Eingang zu Sutzlia. Da sieht man auch hinten noch den Ausgang, da wird es also heller. Man sieht aber auch, dass super viel von der Decke runtergekracht ist an Stein. Man sollte ja also tatsächlich nicht ohne Helm rein und nicht vielleicht ohne Führer. Auch wenn es so im Reiseführer steht, ich würde es nicht riskieren. Nee. Zu gefährlich, aber trotzdem cool reinzugucken und hier vorne zu stehen. Genau. Also es ist wirklich, es lohnt sich. Ist zwar wieder eine F-Straße, die wir genommen haben für ein paar Kilometer, aber das Motto ist ja, don't be gentle, it's a rental, ne? Ihr kennt das. Es ging. Keine Flüsse zu durchqueren, es ging. Ja. So, jetzt tatsächlich der letzte Spot für heute Abend. Daildatunguver. Geothermalquelle. Da ist auch ein ziemlich neues Pool-Dings-Gedöns, was arschteuer ist. Wir gucken uns hier so ein bisschen das dampfende Gedöns an. Und dann geht es auf den Campingplatz Richtung Westfjord, damit wir heute nochmal eine Stunde Strecke schaffen und dann da pennen können. Genau. Heute kommen wir doch ein bisschen später ins Bett. Wir waren noch mal auf dem Grabbruck. Ich wollte noch mal meine Sonnenuntergangsfotos haben. Ich blende vielleicht jetzt eins ein, wenn es richtig geil geworden ist. Wenn? Einmal Daumen hoch für Lissi, dass sie das mitmacht und abends um 11 Uhr nachher noch mal raufkraxelt, um geile Bilder zu machen. Ohne Scheiß. Dafür gibt es einen Cookie und ein Eis. Ungefähr eine Dreiviertelstunde lang Bilder gemacht. Scheiße. Also wir fahren jetzt noch eine Stunde bis zum Campingplatz. Wir sagen gute Nacht und bis morgen. Bis Nacht.